wie ich den in 2014 gestarteten russischen Wettersatelliten Meteor M2 empfangen habe und was dabei rausgekommen ist, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Da ist es. War schwer zu finden, aber man sieht, ich hab's gefunden. Okay, man sieht das Signal relativ stark. Allerdings habe ich immer wieder Störungen. Und das ist ziemlich ätzend. Da zum Beispiel jetzt. So ein Schrott, ganz ehrlich. Aber da sollte auf jeden Fall was rauskommen, weil ich hoffe es zumindest. Ich habe sehr, sehr stark. Ich bin jetzt gerade bei 400 Grad, ist genau über mir jetzt gerade. Der und die Antenne blinkt jetzt gerade. Wir haben aber schönes Wetter, auch nicht schlecht. Hier. Wieder ein bisschen schwächer, aber der Satellit ist immer noch bei 39 Grad. Heißt, das ist auf jeden Fall noch detektierbar. Ja, mal sehen, was da rauskommt. Mal sehen, was ich mit dem SDR und dem selbstgebauten Booster sowie der selbstgebauten Antenne mal hinkriege. Wenn das was wird, dann wird das richtig, richtig gut, weil die eine deutlich bessere Auflösung haben als die NOAA-Satelliten aus Amerika. Russischer Satellit. Ich mache jetzt vielleicht besser. Ja, aber das Signal ist sehr, sehr schwach jetzt. Dann noch wieder irgendein Störsignal. Was natürlich nicht schön ist. Aber naja, was will man machen? Wie ihr seht, ist bei dem Ganzen noch etwas rausgekommen. Das Bild hat zwar einige Störungen, aber wenn ich jetzt hier rauszoome, seht ihr, die Bildqualität ist wirklich super. Man kann Kondensstreifen erkennen über den Wasserflächen. Man kann die Wolken erkennen, die auch sehr fein dargestellt sind. Man erkennt in den Alpen den Schnee auf den Bergen. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut die Qualität ist von dem Bild. Die Signale sind leider etwas schwächer, das verursacht dann halt diese ganzen Störungen auch im Bild. Das liegt daran, dass die digital und nicht analog sind. Die vom NOAA-Satellit sind immer analog und die kommen sehr viel besser durch als die digitalen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Satelliten zu empfangen, macht es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, die Überflüge sind meistens hier zumindest in NRW vormittags, was natürlich nicht so toll ist, weil man meistens dann arbeiten ist oder in der Schule. Aber wenn das Ganze mal auf dem Wochenende fällt oder eben auf dem Feiertag wie in diesem Fall, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal irgendwo hinzustellen und versuchen, diesen Satelliten zu empfangen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir noch einen Daumen nach oben und abonniere mich und bis zum nächsten Video.